So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Jurassic World Evolution 2. Und ich bin jetzt hier nochmal rein. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Wir haben ja das letzte Mal den Mosasaurus gezüchtet und hier im Becken freigelassen. Und ich wollte mir den jetzt nochmal kurz vor der Aufnahme nochmal anschauen. Und in der Sekunde, wie ich auf Pause gedrückt habe, war er hier gerade am Fressen zum Schnabulieren. Und ich dachte, ich muss euch jetzt dazu holen und euch das zeigen, weil er ist einfach ein spektakuläres Tier. Hat auch 2.500 Prestige oder Anziehungskraft. Ist halt nochmal doppelt so krass wie so ein T-Rex. Und die T-Rexe waren ja bis jetzt schon immer King. Krass, auf jeden Fall krass. Okay, wir haben die nächste Quest, die Velociraptoren brauchen wir. Ich würde dann kurz mal schauen. Hier haben wir Bionics, Velociraptoren, hier. Das heißt, genau, die sind ja hier leider auch schon an ihr Lebensende angekommen. Ja, genau. Ja, altersbedingt gestorben. Schauen wir noch mal kurz rein. Also 21 Jahre ist er älter geworden, als seine Lebenserwartung ist. Wo ist denn der letzte? Hier war doch noch einer. Ah, hier. Der ist jetzt wahrscheinlich einsam. Aber der wird auch jeden Moment leider von uns gehen. Gut. Ich glaube... Ja, wir hatten das sogar schon vorbereitet. Sehr gut. Das heißt, wir werden die gleich mal züchten. Genau, ich hatte jetzt eine Aufnahmepause, deswegen muss ich mich erstmal kurz orientieren. Die kosten wahrscheinlich, 3 Mille kosten die, okay. Und die Mayasauren hatten wir hier, glaube ich, ne? Waren die hier? Ja, Mayungsauren. Mayung, ja. So, die sind. Also sind gleich soweit. Ich bin gespannt, wie lange die Quest noch geht oder wie lange die. Ja. Oh. Pause, Krankheit. Ah, eher. Nicht dir. Okay. Gleich den Medic raus. Hat er sich irgendwie verletzt? Nee. Dann warte ich noch kurz, bevor wir die anderen freilassen, damit, ich weiß nicht, was denn sein Leiden jetzt ist. Aber es ist oft so, wenn dann irgendwelche Parameter ihm nicht passen. Okay, er hat sich verletzt. Können wir den so heilen? Schauen wir mal. Würde gerne noch checken, was er hat. Kleine Verletzung, Angriffe auf Zäune, das ist die, drehen dann irgendwie schon nach so kurzer Zeit durch. Und. Okay. Und Hakenwürmer. Ah, okay, Hakenwürmer hat er bekommen. Vielleicht, erschließt sich mir zwar nicht ganz, warum. Wenn er sich am Zaun verletzt, warum er dann Hakenwürmer bekommt als Krankheit? Oder ist hier am Zaun dann irgendeine Infektion, die dann ausbricht? Das erschließt sich mir nicht ganz. Wenn er sich da verletzt, von mir ist auch schwer oder wie auch immer, dann schicken wir ihn in die Behandlung und dann heilen wir ihn. So, die können wir freilassen, Das heißt, halt nicht das falsche Gehege nehmen. So, damit sind die dann raus. Und die... Oh, hier könnten wir auffüllen. Produkt unterwegs. Und dann könnten wir... Ja, wir bräuchten zwei
Knapp drei, über 3 Mille waren es, ne? Und ich schaue nochmal nach. 3,4. Puh. Gut, dann warten wir mal, dass die hier ihr neues Gehege einnehmen. Produkt wurde eingesammelt. Schon wieder verletzt. Das wieder, ja. Angriff auf Zaun begrenzt die maximale Ausdauer. Dann ist schon wieder Hackenwürmer. Ja. Also ich würde, wenn jemand sich am Zaun verletzt, irgendwie ein anderes Krankheitsbild sehen als Hackenwürmer, aber gut. Oder vielleicht, es kann ja auch sein, dass die Übersetzung komisch ist, ne? Sie können jetzt schwere Zäune erforschen. Gut, oder? Es sei denn, dahinter wartet noch etwas Schwereres auf einen Snack. Produktzustellung bestätigt. Die Natur hat mit den Alpha-Raubtieren wirklich ganze Arbeit geleistet. Aber ich dachte, was, wenn ich noch mehr tun könnte? Und dann dachte ich, das kann ich. Ich kann Saurier kreuzen. Das Ergebnis nenne ich Indominus Rex, das ultimative Raubtier. Ich will so viel Forschung wie möglich, bevor ich ihn erschaffe, denn ich will der Natur das eine oder andere zeigen. Okay, den Indominus Rex sollen wir jetzt erforschen. Das war doch hier, ja. Genau, das war hier das Ding. Werden wir dann gleich machen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Geld. Oh, was sollen wir hier? Ja, das sind jetzt hier alles die Upgrades, die richtig viel Money kosten. Haben wir hier irgendwas? Im Prinzip haben wir alles. Die zwei Sachen haben wir noch nicht bekommen oder können wir noch nicht. Ja, ich weiß nicht, was jetzt der gelbe Punkt. Neue Knoten. Da heißt das nur, dass die jetzt freigeschaltet sind. Dass hier so ein Softlock drauf war. Das kann natürlich sein. Kostet halt auch 2 Millionen. Kommt ein Sturm. Ja, Sturm kommt und... Ja. Werden wir noch abtransportieren. Das heißt, das Gehege ist leer. Gut. Das heißt, wir werden noch nicht investieren, weil dann haben wir nur 200.000 und mit 200.000 sollten wir den Sturm aber nicht überleben oder nicht schaffen, falls ein Sturm kommt. Kann sein, dass auch keiner ist. Okay, es war nur laut. Ich dachte, es kommt ein Sturm. So, das heißt, das. Den Dominus können wir ja wahrscheinlich noch nicht direkt erforschen. Da müssen wir erst... Dominus. Indominus. Indominus, so. Okay. Okay, das heißt, wir wählen einmal die Eier auswählen. Und... Zack. Schicken wir... sie in die Pause. Und das heißt, wir brauchen ja sowieso ein Gehege. Und hier unten hatte ich ja schon geplant, dass wir unseren Park dann ein bisschen erweitern. Das heißt, wir bräuchten so eine Beobachtungsgalerie. Kommt doch ein Sturm. Ja, das passt sogar. Würde ich sogar so machen. So.
Wo ist hier die Bahn? Hier ist die Bahn. Da ist die Frage, ob wir mit dieser Bahn auch da reinkommen. Sturm. Jetzt ist der Sturm, oder was? Ja. So, alle Besucher in die Schutzräume. Ah, natürlich. Instant. Ist hier schon. Sind schon wieder die ersten Sachen kaputt. So, ich lasse langsam weiterlaufen. Ach, hier. Natürlich, Instant Tornado wieder. So, das heißt, wir... Ranger hätte ich gerne. Oh. Den schicke ich von oben. Schicke ich dich lieber hier hin. Die Sachen schon mal zu erledigen. So. Dann. Da jetzt kein Ding da. Hier oben war. Ja, hier war was kaputt. So, dann, das heißt, hier unten schicken wir auch schon mal wen los. So. Also, wir bräuchten noch einen Wagen. Na, hier oben. Waren das schon 5? 1, 2, 3, 4? Ja, in meinen Augen sind das nur 4 Aufgaben, aber gut. Der Sturm ist soweit vorbei. Ich schaue noch, dass hier alle, ja, alle Sachen in Reparatur gebracht werden. Sollte sogar passen. Oh, hier hinten ist auch was kaputt gegangen, oder was? Natürlich auch. Ja, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum dann am anderen Ende auch noch so viele Schäden sind. So, schauen wir mal. So, wir müssen die Besucher noch wieder rauslassen, weil sonst. So. Ach, wir haben kein Geld. Krass. Ich weiß nicht, ob ich Fossilien schon habe, die wir auf verticken. Ja, können wir. Das heißt, wir kriegen hier wieder Plus Money rein. Ach, wir haben instant 70.000 verloren. Wahrscheinlich die Reparaturen, oder? Alles so klein.
kriegen jetzt nicht mehr Money zusammen. Okay, wie viele sind hier noch drin? Gar keiner mehr. Hier sind alle weg. Das heißt, wir können die freilassen. 5 Stück, sehr gut. Produkt muss eingesammelt werden. Na? Unterwegs, um Produkt so, einzusammeln. So, ich schau mal, ob wir irgendwas zum Reparieren noch finden. Einfach damit wir das hier nebenbei noch nachreparieren. Damit wir nicht uns irgendwo eine Schwachstelle einbauen. Okay. Das heißt, ich würde gerne diese Parktour hier rausholen. Wo ist denn... Ist hier die Station? Ach, hier ist die Gyrostation. Das heißt, wir müssten einen Aus- und einen Eingang schaffen. Idealerweise. Und zwar... Ja, das könnten wir hinbekommen. Leg das mal hier rüber auf die andere Seite von der Straße. Ja, hier so. Transport hat begonnen. So. Nee, die Gyrostation hätte ich gerne. Wo ist denn die? Das ist die Gyrostation. Und dann hier. Das ist doch der Weg, oder? Ja, Gleis. Zustellung wurde abgeschlossen. Okay, wir könnten hier hinten. Halt, falsch rum. So rum. Hier hinten irgendwo hinbauen. Bin ich gespannt. Ah, es geht nicht so aus, wie ich dachte. Aber ist okay. Das würde ich dann gerne in die Richtung verbinden. Na? Und wenn es hier rausgeht, ja, ist halt die Frage, ne? Wenn wir jetzt hier so einfach mal rübergehen. Einfach mal. Ja, Lagunenbereich ist dann gesperrt, okay. Und wir müssten theoretisch hier drüben irgendwo reinkommen. Wir könnten den Bunker noch verschieben. Vielleicht weiter nach Norden. Und hier das Ding, den... Die Notfallstation oder Notstrom. Hier ist die Gyrostation. Ja, okay, okay. Das heißt, wir machen mal kurz Pause. Das. Das. Dann. So. Ja, es wäre vielleicht sogar smart, das dann noch ein bisschen weiter rüber zu schieben. Schauen wir mal, wie wir mit der... Ja, dass man unterwege dann nicht die Dings auswählen kann. So, ich würde gerne schauen, ob ich hier rauskomme. So knapp wie möglich. Okay, das wäre möglich. Na, es war wieder einmal zu viel rausgegangen. So. Gut.
Ja, und dann bauen wir das lieber von innen. Habe ich irgendwie ein besseres Gefühl. Ist jetzt nicht wirklich geil oder schön gemacht. So, und hier drüben ist der Ausgang. So, damit ist die Station eingebunden. Jetzt nicht wirklich geil, wenn man ehrlich ist. Ja, solange es funktioniert, aber hier gibt es ein Problem. Ach, hier stimmt, das Stück fehlt ja noch. Jetzt können die hier runterfahren. Hier unten könnte man dann noch ein bisschen erweitern. Oder wir machen das halt hier nicht so, sondern es ist, ja, es wirkt halt echt shitty irgendwie. So, hier oben ist dieser Anschluss. Was ist, wenn wir versuchen, von hier, von der Seite, hier runterzufahren? Ja. Meine Idee ist halt, dass man hier von der anderen Seite dann kommen. Hier so zwischen den Felsen durch. Okay. Es geht nicht wegen... Ja, wegen der Dienststation. Okay, wegen der Futterstation. Dann geht es so rum. Und es ist nicht geschlossen. Man könnte dann überlegen, ob man hier hinten noch umfährt. So. Und dann hier entlang unseres Wasserpassat. Ist jetzt auch nicht super schön, ja. Aber ist, glaube ich, ein bisschen besser verlegt als zuvor. Verbinden wir das hier rüber. Genau, hier unten fehlt dann noch der Weg, aber das ist nicht das Problem. Hier können wir dann noch ein bisschen Attraktivität von dem Dino mitnehmen, dass er gesehen wird. Und... ja, dann bauen wir hier noch den Zaun. Und zwar hätte ich gerne hier die Sichtbarkeit. Ja, wichtig ist erstmal hier. Ach ja, hier ist... wir müssten hier noch irgendwie auf die andere Seite kommen vom Weg. Nicht ganz so ideal. Ja, es gefällt mir besser vom Radius. Dann geht es hier nach hinten. So, damit ist das schon mal erledigt. Dann bauen wir hier noch irgendwo einen Ding rein. Einen Zugang. Die Frage, sind hier schon beide? Ja, die sind beide im Einsatz, ne?
So, sorry. Wieder zu weit raus. So, das ist, nein, das ist der Fotopunkt. Hier sehe ich das. Ach, bitte. Ranger-Posten 10 und hier war, glaube ich, der andere, ne? 8. Hier ist die 8. Achso, 10 und 14 sind zugewiesen. So, jetzt sehe ich es. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hier noch so einen Posten. Würde ich hier irgendwo in die Mitte reinstellen. Ja, auf die Seite vielleicht. Und wir können noch zu dieser Gyrostation hier noch so eine Fotostation bauen. Ich würde dann hier irgendwo das Wasser hinbauen. So. Dann haben wir das. Damit ich es nicht vergesse, schon mal in den Klecks Wasser rein. Machen wir hier so. An die... Wahrscheinlich eh schon zu groß. So einfach, damit ich es nicht vergesse und damit das schon mal da ist. Na? Weg? Hier haben wir doch einen Weg, ne? Ja. Kriegen wir das irgendwie schön hin? Ja. Hier wäre jetzt auch noch so irgendwie eine Gradanzahl irgendwie geil, ne? Dass man sieht, okay, man ist auf 90 Grad oder 45 Grad, whatever. Ja, okay. Auf jeden Fall, das Gehege haben wir schon mal. Wir haben jetzt hier, wir brauchen noch Strom. Würde ich auch ein großes Umbauwerk schon mal planen. Hier für diesen gesamten Bereich. So, das. Das Gehege haben wir. Ja, und den Rest. Ach so, hier hätten wir noch einen Ranger frei, ne? Theoretisch müsste ja hier noch einer frei sein. Wie habe ich denn das gerade gesehen? Auf welchem Gebäudeteil? Ranger Team Dings? 10 ist, glaube ich, nicht im Einsatz, ne? Okay, das heißt, hier weisen wir mal die 10 zu. So, dann ist das schon mal vorbereitet, falls der Dino, ich weiß nicht, wie schnell er braucht oder wie lange es dauert, bis der kommt. Wo ist denn hier wer gestorben? Oh. Bionics. Was ist das Problem? Okay. Alt. Also er ist an sein Lebensende angekommen. Tot. Gibt es noch irgendwelche anderen Infos? Nee, nicht wirklich, ne? Okay. Schade. So, das. So, wie geht's den anderen? Die sind wahrscheinlich auch gleich alle an ihr Lebensende angekommen. Ja, okay. Das heißt, wir müssten hier auch nachproduzieren. Ja, die bringen 300 Punkte. Sollten wir auf jeden Fall. Bion, da haben wir sie ja schon. Schauen noch mal, ob wir irgendwie einen Punkt zum Vergeben haben. Aber ich glaube, ja, wir haben alles. Hautfarbe. Ah, okay. Muster. Zufällig. Zufällig. Einfach mal, damit wir dem Zufall auch eine Chance geben. Oh, die sollten wir in die Pause... Achso, ich habe jetzt nach Health geschaut, ich brauche aber hier Genetik. Das heißt, wir werden sie dafür darum bitten, dies zu erledigen.
So, okay, damit haben wir das. Wo fehlt der Strom? Irgendwo haben wir ein Stromproblem. Hier. Ungenutzter Strom ist 90. Und hier ist Dings. Das ist immer noch hier hinten. Ach so. Ja, Pause ist noch. Ich muss erst aufbauen. Ja, jetzt. Oh, zweiter Dino. Ach so, ja, genau. Die sterben jetzt relativ schnell wahrscheinlich hintereinander alle weg. Leider. Das sind ja die zwei Dinos gewesen, ne? Ja, der wird jetzt abtransportiert. Schade. Fünf Stück. Okay. Sieht man dann auch schon die unterschiedlichen Färbungen? Nee, schauen alle irgendwie gleich aus. Oh, 3,6 Mio. Ja, ja, die Dinos kosten dann echt schon Geld, die auch immer wieder nachzulegen. Oder nachzuzüchten. Das ist schon mal vorbereitet. Hier habe ich noch ein bisschen Platz gelassen für Servicegebäude. Und hier unten könnten wir dann noch überlegen. Wo sehen wir das? Genau hier noch Gehege. Vielleicht eins. Hier noch irgendwie eines. Ja. Und wir müssten uns auch eigentlich mal drum bemühen, den hier zu erforschen. Aber der kostet ja 2 Mille. Expeditionen, können wir daraus starten? Ja, starten schon, ne? Aber ist die Frage, ob das dann so sinnvoll ist. Jetzt einfach irgendwas anderes für eine Million einfach mal zu forschen. Hier haben wir schon angefangen, kostet auch 2 Mille. Ja, wir brauchen jetzt das Geld für die neuen Dinos. Das ist wichtiger, weil wenn die Dinos im Park sind, haben wir ja einfach höhere Einnahmen. Und diese können wir dann reinvestieren. Wie viel waren das nochmal? 3,6. Okay, okay. So, wir könnten hier unten schauen, ob wir hier unten schon mal Service-Schutzraum. Damit fangen wir schon mal an. Setzen wir mal dahin. Ach, genau. Ich wollte ja das mit der Lagune mal ausprobieren. Das Teil. Ah, haben wir das noch nicht erforscht? Oh, das haben wir noch nicht erforscht. Kostet auch nochmal 2 Mille. Okay. So, der steht, der Bunker. Hier bräuchten wir noch einen Bunker. Machen wir den mal hier so hin. So, dann Toiletten. Ja, Toiletten geht's weiter. Nee, was sind die Toiletten? Das sind die Toiletten. Ich würde, glaube ich, hier hinten anfangen mit den Toiletten. Heißt hier irgendwo, so auf halbem Weg, in der Hoffnung, dass sich das dann, dass das ausreicht. Ja, das passt. Schauen wir mal, ob hier oben noch irgendwas zu sehen ist. Ja, vielleicht hier könnten wir relativ schnell Toiletten... Achso, hier ist der Weg. Ja, okay. Das heißt, wir machen hier nochmal Toiletten hin. Vorher würde ich, glaube ich, nochmal den Weg einfach hier verbreitern. Weil hier haben wir ja so ein bisschen, ja, selber verschuldete Engstelle. Ja, perfekt. Ja, genau. Hier schon mal diese Wege auch. Diese Wege sind schon mal gut, wenn die einfach ausgebaut sind, weil dann kriegen wir da mehr Leute durch. Wir könnten auch überlegen. Tja. Hier hinten nochmal so eine Schienenbahn reinzubauen.
Einfach hier hinten. Passt sogar ganz gut vom Platz, finde ich. Erstmal den Weg. Und dann gehe ich... Achso. Ich lasse das mal nur aufbauen. Dann würde ich hier abzweigen. Hier rüber. Oder man macht von hier. Nee, nee. Ich glaube, ich würde hier hinbauen. Dann hier rüber und dann erst hier rüber. Kommt schon wieder ein Sturm. Wäre echt bitter. So, Schiene. So. Und so, ja, okay. Na? Ach, weil das Ding hier ist. Okay, dann kommt das auch weg. Machen wir einfach den Bogen anders. Genau hier so drüber. So, dann kann man sich gegenseitig zuwinken. Dann da drüben. Sicher auch nett, ne? So. Hier unten könnten wir dann später vielleicht, glaube ich, noch eine Station hinbauen. So, damit ist das schon mal geschlossen. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen mehr Leute transportieren als über die Wege. Ich glaube, ich würde hier auch die Wege ersetzen. Also hier schon mal die breiteren Wege reinbauen. Ich glaube, hier hinten hatten wir das schon, ne? An dem. Ja, manchmal wirkt es so, als könnte man diese, ja, diese Verengungen oder da, wo die Schienenbahn quasi über die Straße geht, auch vermodifizieren. Ja, schön breite Wege. Oh, hier ist ja alles rot. Warte mal. Auffüllen. Okay, passt. Passt soweit wieder. Wir können uns die... Ja, wir können uns hier leisten. Ist sie gar nicht da mit Health oder ist sie noch in der Pause? Ach nein, wir brauchen schon Health, ja. Ich habe schon richtig geschaut, aber hat er dann das mit Dings verwechselt wieder, mit Genetik. Das sind die Bionics. Wie lange brauchen die nochmal zum... Die brauchen ja nicht so lange, ne? Okay, die sind fast fertig. Und ich glaube, es lebt ja noch wer, ne? Ja, es leben sogar noch 3 Stück. Es könnte sein, wenn wir die reingeben, dass das Gehege dann erstmal zu voll ist. Deswegen behalte ich das, glaube ich, erstmal noch im Hinterkopf. So, Transport. Deswegen habe ich hier nochmal den Transport aufgebaut, damit hier... Damit wir die Leute einfach schneller transportieren können. So, Gästeverteilung. Ja, hier unten ist noch nicht so viel los. Wo ist hier wer gestorben? Nein. So, Essen, Trinken brauchen wir hier unten dringend. Hier oben bräuchten wir auch Trinken. Okay, nice. Das heißt, wir bauen erstmal große. Und zwar Trinken hier unten würde ich die gerne irgendwo hinsetzen.
Ja, wir nehmen das, wo natürlich der meiste Umsatz pro Minute ist. Das ist so der wichtigste Stat, glaube ich. Ja, ich habe jetzt einen übersprungen, ich habe es gesehen, aber... Hier ist nochmal ein Boost drin. Da ist 90k das Maximum. Okay, dann ja, lassen wir das mal so. So, wie schaut es jetzt aus mit Getränken? Boah, richtig krass abgedatet. Hier oben würde ich, glaube ich, nur einen kleinen oder einen mittleren. Na, planen wir mal einen mittleren. Hier am Hotel. Ich glaube, mehr wie 40 ging nicht, ne? Na doch, 42. Okay, ich lasse es jetzt einfach mal so. Gut, dann schauen wir mal nach Essen. Oh, hier oben brauchen wir richtig viel Essen. Geschenke. Hier bräuchten wir Geschenke und hier. Das heißt, ich baue eine große Einrichtung hier unten hin mit Geschenken. Weil hier unten werden ja jetzt in einer relativ kurzen Zeit ja relativ viele neue Besucher hinkommen, weil wir ja hier unten ausbauen. Okay, dann lassen wir das. Oh, hier war ein kleiner Boost noch drin. Okay, lassen wir das mal. Irgendwas ist ja, passiert. Ist der ausgebrochen? Nee, der ist altersbedingt, ja. Das heißt, jetzt sind noch zwei hier drin, ja. Wenn der letzte dann tot ist, oder der vorletzte tot ist, dann werden wir hier aufstocken. So, Geschenke haben wir eigentlich ganz gut gefixt bekommen. Jetzt nur noch das Essen. Okay, das heißt, wir bauen mal eine große Einrichtung hier auch hier unten hin. Und zwar... So, hier war die Dings, ja. Ich mache das mal so, dass wir hier in der Mitte vielleicht noch einen Weg setzen können. Der wird ja richtig, der wird ja Umsatz machen. Hier unten noch irgendwas Interessantes. Ja, ist aber nicht ganz so krass wie der Geschenkeladen daneben. So, schauen wir mal, wie es jetzt ausschaut mit Essen. Ja, bisschen gefixt. Hier bräuchten wir was. Ich glaube aber, hier würde ich nur einen mittleren erstmal reinsetzen. Oder riskiere meinen großen. Naja, wenn er hinpasst, würde ich den sogar riskieren. Ja, passt. Gehen wir den auch hier hin. Ah, hier ist die Schienenbahn. Hier wäre der Trafo. Ja, ich mache das mal so. Das war, ja, große Einrichtung. Rote Zahlen.
So viel brauchen wir da gar nicht mehr modifizieren. Können eigentlich nur noch Geld ausgeben. Okay, lassen wir mal. Okay, hier hinten. Hier hinten würde ich aber echt nur einen kleinen bauen. Eine kleine Einrichtung mit Essen. Falls wir die hier irgendwo reinkriegen. Hier. Weil ich bin nicht davon überzeugt, dass hier echt so viele Leute rumlaufen. Da hinten. So, 19. So, schauen wir mal. Ja, damit haben wir das schon gefixt. Ist der schon abtransportiert? Ne, der kommt gerade. So, wie schauen wir sonst aus? Essen, trinken technisch sollte jetzt... Oh, hier hinten könnten wir eigentlich noch irgendwie Getränke gebrauchen. Aber würde ich auch nur einen kleinen bauen. Mal hier so. Ja, es ist... Da hinten wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen idealer. Können wir das vielleicht noch irgendwie... Nee. Ja, das sind halt die... Ja, genau, passt. Dann passt die Abdeckung. Ja, hier ist ein bisschen wenig mit Geschenken. Aber da würde ich jetzt erstmal nicht mehr machen. Hier waren doch Eistüte. War das ein kleiner oder ein groß? Mittleres? Ja, theoretisch müssten wir hier ein großes hinsetzen. Großes Essen. Na, wo ist er? Ah, hier unten. Das heißt, wir versuchen jetzt hier so eine große Einrichtung mit Essen zu ballern. Okay, fängt schon mal gut an. 100. Aber für 100 plus ist ein bisschen wenig, ne? Ja, vielleicht braucht er kurz eine Sekunde, um das hier zu berechnen. Dass hier ein bisschen was zusammenkommt. Ist ja fast ein bisschen mickrig, was hier rauskommt. An Einnahmen. Okay, warten wir noch mal ein bisschen. Vielleicht muss ich das irgendwie einspielen. Ansonsten versetzen wir das Essen hier ein bisschen mehr auf die Hauptwege. Ja, gefühlt sind jetzt schon ein paar Leute dort, ne, aber... So wirklich vom Hocker? Baut das jetzt keinen, ne? Okay, ich werde das woanders hinsetzen. Aber wir können das ja hier relativ easy hier auf die andere Seite setzen. Hier ist ja auch, hier oben ist ja der Hauptstrom. Ne? Hier laufen ja die meisten Leute rum. Dann könnten wir ja hier noch irgendwie einen Weg dazwischen bauen. Ja, falls die da irgendwie nicht gut hinkommen, jetzt sollte das aber deutlich bessere Zahlen. Kriegen wir das irgendwie hin?
Ja, ist jetzt auch nicht überrauschend, wenn man ehrlich ist, aber besser wie 100 oder 200 plus, ne? So soll sich mal einspielen, so wie deiner Tod. Das war, glaube ich, der letzte, oder? Nein, der vorletzte, okay. Das heißt, Produkt wird eingesammelt. Das heißt, wir haben hier neue. So, und dann ist er nicht einsam. Er wird auch sicher nicht lange mehr leben, aber die kurze Zeit, die ihm verbleibt, sieht er noch seine Nachfahren quasi. Transportiere Produkt. Produkttransport im Gange. So, wir brauchen jetzt Kohle. Kohle für Forschung. Ja, das könnten wir schon mal ankicken. Und zwar, dass wir ihn hier forschen. Dafür brauchen wir... Ja, schicken wir gleich in die Pause. Ja, ich wollte ihn jetzt nicht nochmal belasten oder sie, sondern lieber in die Pause schicken, dass, ja, darauf kommt es, glaube ich, nicht an, ob wir sie jetzt gleich verwenden oder einsetzen oder dann lieber erst in die Pause und dann 5 Minuten später verwenden. Ja, wieder 2 Mio einfach so weg, ne, ist halt nicht so geil. Bestätige Produktzustellung. Weil ich vermute, wenn die Forschung durchgelaufen ist und wir können den dann auf der Welt die Fossilien finden, kosten sich auch wieder 1-2 Mio, einmal dorthin fliegen und irgendwas erforschen. Also, erforschen nicht, sondern Fossilien mitnehmen. Na komm, nehmen wir hier den Vierer. Transport abgeschlossen. So, aber unser Park wächst, ne? Also ist schon geil zu sehen. Es gab eine Zeit, in der die Leute unsere Arbeit als Wahnsinn betrachteten. Sie sagten, es sei unmöglich. Und doch leben sie jetzt in einer Welt mit Sauriern. Kreuzungen sind die nächste Stufe dieser Evolution. Der Indominus Rex wird allen, die folgen, den Weg ebnen. Naja, also ich weiß nicht, wenn ich heutzutage in einen Park gehen könnte, wo solche Dinos leben... Ich weiß nicht, ob das so geil wäre, ne? Also nicht nur für die Tiere geil, sondern auch für den Menschen irgendwie, wenn da irgendwas wirklich passiert. So wie den Filmen dann ja auch, da ist ja dann auch immer irgendwie was passiert. Ja. Ich weiß nicht, ob das so geil ist für alle Beteiligten. Gut, wir wollten schauen, ob wir irgendwo eine neuen Fundort finden mit den Dominos. Habe ich auch noch nicht gesehen. Teradon of Turgut. Wo ist das hier? Gibt es da gar keine Dinge? Haben wir den jetzt schon so freigeschaltet? Schalte ihn ja. Genom frei. Ach, jetzt haben wir das Genom als Ganzes bekommen, oder wie? Okay, der muss hier irgendwo sein. Ach, hier. Aha, es ist auch seltsam. Jetzt haben wir das Genom komplett bekommen und bei den anderen müssen wir zuerst ja die Forschungs- oder die Fundorte erforschen, dann die Fossilien holen, die Fossilien analysieren und dann können wir die erst bauen. Jetzt können wir den aber direkt bauen. Ein Tier. Was bringt denn der so? Also 1800. Ja, 30% mehr wie so ein normaler, unter Anführungszeichen, normaler T-Rex. Okay. Belastbarkeit kränklich, okay. Ich würde gerne Langlebigkeit ein paar Punkte investieren. Intolerant,
Ja, ich weiß nicht, ob er dagegen, weil er eh Einzeltier ist. Hier würde er ein bisschen weniger die Ranger. Hier ist ein bisschen weniger kränklich. Ja. Über 3 Punkte haben wir noch. Ja, Essen, Nahrung sehe ich jetzt nicht so. Das war so. Ja, nein, das war sozial, ne? Na komm, ich mache ihn lieber belastbar. Und. Ach, hier war das. Mhm. Okay. Ja, ich mache mal ein stärkeres Muster. Das gefällt mir. Ja, speichern wir mal. Aber kostet eigentlich gar nicht so viel mehr, ne? Hätte jetzt echt mit höheren Kosten gerechnet. Der 9er ist... Ach so, sie ist da. Okay. Bin ich gespannt jetzt. So, ab in die Pause. Platz haben wir ja schon. Ich würde aber gerne den dann normal freilassen, also hier reinlassen. Dann schauen wir uns mal die Cutscene an, weil die haben wir ja auch noch nicht gesehen. Dann transportieren wir ihn rüber. Oh, niedrige Gesundheit. Was ist hier? Achso, die fighten gerade. Oder ist der krank irgendwie? Ich glaube, die fighten gerade nur. Wir könnten den Medic aber hinschicken. Nicht, dass der ja, stirbt. Das wollen wir natürlich nicht. Ah, okay. Das wird wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauern, den zu... Ja, zu bekommen noch. Aber ich habe jetzt echt gedacht, wir müssen erstmal hier wieder Forschung, dann Sachen suchen. Hier ist wieder einer gestorben. Warum? Ah, das war hier der letzte, ne? Genau, das sind die 5 Jungen und das ist hier der alte letzte quasi. Gut, dann würde ich gerne die komischen Lagunensachen mal forschen. Wo war das hier? Und das war das, ne? Beobachtung. Genau, für Lagunen. Ja, aber Tarium haben wir noch nicht. Wir haben das zwar schon erforscht, aber wir haben jetzt nichts diesbezüglich gebaut. Also. So, das Ei ist durch. Mal sehen, was er jetzt kostet. 2 Millionen, ja, ist jetzt auch nicht billig, ne, aber ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet. Wie lange braucht der? 5 Minuten, 6 Minuten? Okay. Es geht sich noch schön aus, dass wir den noch sehen am Ende der Folge. Ja, unser Park wirkt. Hier unten könnten wir dann, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange die, wie viele Missionen es noch gibt, aber hier unten könnten wir auf jeden Fall noch bauen, diese Betriebsgebäude. Avatarium, ist das eine Quest oder haben wir das? Achso, ich habe das hier nur angewählt, ne? Deswegen war das. Ja, okay, deswegen war das. So. Expedition. Ja, da es jetzt keine wirklichen günstigen Expeditionen gibt. 500. Ja. Haben jetzt schon wieder innerhalb von ein paar Klicks wieder 5, 6 Mio rausgehauen, einfach so. Halt echt krass, ne? Wie hinten raus das dann auch teuer wird.
Abfahrt. Echt gespannt, was jetzt hier rauskommt für ein Indominus Rex. Sagt mir gar nicht so der Name, ne? Also T-Rex ja, aber Indominus habe ich noch nicht wirklich oft gehört, glaube ich. Oh, die kämpfen hier schon wieder. Okay. Solange ihr euch nicht verletzt und alles in einem Rahmen bleibt, ist das absolut fein. Ich würde nochmal schauen, ob wir jetzt hier irgendwelche groben Mängel noch haben im Park. Ja, ein paar Sachen werfen ein bisschen wenig Geld ab. Ist okay. Aber ansonsten schaut es eigentlich ganz gut aus. Stromtechnisch. Ja. Naja, wir haben hier hinten noch ein Kraftwerk gehabt, ne? Genau, da sind noch 13 Energie übrig und hier drüben sind wie viel Energie? 90. Wir haben noch 90 Energie. Wir haben noch echt noch viel Strom, den wir verballern können. So, nice. Er ist fertig. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich lasse ihn mal hier frei und wir schauen uns die Cutscene gemeinsam an. Ja, ja, grüß Gott, grüß Gott. Servus, servus. Krasses Tier. Ich habe die besten Eigenschaften verschiedener Spezies genommen und sie optimiert. Nun leben und atmen sie als Indominus Rex. Man kann sich nur vorstellen, wie dieses Tier vor Millionen von Jahren gelebt hätte. Prähistorische Genetik kombiniert mit moderner wissenschaftlicher Technik, wie nur wir das können. Wie nur ich es kann. Das ist Perfektion. Okay. Krasse Geschichte wieder, ne? So. Jetzt kommt halt der unschöne Teil. Der ist noch nicht mal... Achso. Der ist noch nicht mal, ja, ewig auf der Welt. Und wird als erstes mal eingeschläfert. So, wir sollen 1500 Gäste begrüßen, das haben wir. Hey, Komfort haben wir auch. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Wir wollen mehr Gäste anlocken. Cool, oder? Jetzt habe ich meinen Teil getan und Sie können an die Arbeit gehen, Partner. Kennen Sie die wahre Bedeutung von Erfolg? Ich auch nicht. Aber eine bessere Parkbewertung ist wohl ein guter erster Schritt. Die Leute glauben, die Wissenschaft hätte die Saurier erschaffen. Falsch! Geld hat sie erschaffen. Jede Menge Geld. Und jetzt schaffen die Saurier Geld. Das nennt man Kapitalrendite. Maximieren wir den Gewinn und treiben den Kontostand in die Höhe. Nennen Sie mich ruhig gierig. Es ist ein Instinkt. Naja. Weiß ich nicht ganz, aber ja. Ja, wir haben eigentlich alles, ne? Wir haben 1500 Gäste. Die Komfort, da hatten wir jetzt gerade ja geschaut. Schutzräume, Toiletten etc. Passt alles. Genau, das Geld werden, ja, haben wir in der Sekunde auch erreicht. Das Einzige, wir brauchen Gesamtanzahl der Saurier-Spezies. Also wir bräuchten theoretisch noch 4 Spezien. Haben wir wirklich nur 8 verschiedene? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier. Alter, das neue Gebäude. Es lässt sich leider nicht so ganz so schön zählen. Genau, hier ist ja Dominus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das heißt, noch 4 Spezies müssten wir uns hier in den Park holen. Wir könnten hier hinten das beleben, das wäre eines. Hier unten 2, 3, 4. Also wir müssten da echt... Oh, nächster Sturm. Das gesamte
So, alle Schutzräume aufmachen. Ja, für alle, die jetzt noch dabei bleiben möchten. Ich werde hier jetzt noch den Sturm managen. Hoffen, dass jetzt nicht zu krass oder zu viele Schäden rankommen. Und dann in die, ja, auch dann ganz gemütlich einfach in die nächste Folge wechseln. Ach, es ist wieder so. Ja, wichtig ist, dass hier oben die Ranger-Station. Das ist gar nicht die Ranger, das ist hier der Masten. Hier haben wir schon. So, und jetzt nehmen wir ihn. Schon mal mit den Sachen, die jetzt hier kaputt gehen. Ihn könnten wir aktivieren, der hier rüber rennt und die Sachen fixt. Ich glaube, wir haben das Gröbste geschafft oder abgewehrt. Da will ich nur noch schauen, dass hier niemand ausbricht. Das, hier sind nämlich die ganzen Zäune kaputt. Da wäre ausgebrochen. Ja, versuchen wir noch schnell einzufangen. Na? Ach, er liegt schon. Hole Produkt ab. So, dann sollten, glaube ich, die Schäden soweit gefixt sein. Da wäre auch irgendwie eine Automatisierung wäre einfach geil, ne? Wenn das, es kann ja kaputt gehen, aber warum muss ich jetzt hier so Micromanage-mäßig immer nur einzelne Sachen anklicken? Es wäre doch irgendwie cool gewesen, wenn man, ja, wenn irgendwas kaputt ist und ich klicke drauf, alle reparieren und wer Zeit hat oder alle, die losfahren können, laufen, fahren einfach hin und reparieren das. Oh, hier haben wir auch noch Infektion. Das heißt, wir brauchen hier unseren Medic. So. Ja, ein bisschen Micromanagement einfach rausnehmen. Dass ein bisschen, ja, ein bisschen komfortabler das Ganze ist. Vielleicht gibt es das dann später irgendwie, dass man dann... So, der wurde geheilt. So, jetzt ist... Alle Dinos sind zurück. Jetzt schicken wir, lassen wir unsere Gäste wieder raus. Weil wir sehen, na, wir hatten 2-3 Mio. Und der Sturm hat echt wieder richtig, richtig gekostet uns. Ja, auch 2 Sterne sind gleich weg, ne? Aber theoretisch kommen jetzt alle wieder raus, ne? Ja. Kommen hier alle wieder raus. Brachio, auch ein Riesentier. Krass. So, das läuft. Ja, wie gesagt, ne, wir haben jetzt die Sachen ganz gut gefixt bekommen. Es war, ja, ein Dino ist ausgebrochen. Wir hatten hier ein paar Schäden, aber es ging. Es war jetzt nicht zu, ja, zu krass. Wir könnten natürlich jetzt dann schauen in der nächsten Folge,
ob wir in irgendeinem Gehege, was wir aktuell haben und Dinos drin haben. Oh, Soundeffekt. Wo? Hier. Und natürlich ist er ausgebrochen. So. Das heißt, das. Und das. Das sollte den doch hoffentlich gleich legen, oder? Okay, das war jetzt dann doch noch mal ein bisschen mehr Action als gedacht. Hat er jetzt wen gekillt? Ich hoffe nicht. Getötet? Nein, er hat nichts. Okay, er hat nichts gemacht. Waren wir schnell genug? Haben noch schnell genug reagiert? Ja, es... Ach, wir müssen hier noch schauen. Stimmt, der hat noch... Haben wir ganz vergessen. Wir haben den ja hier nur reingesetzt ins Gehege, aber wir haben ja noch gar nicht geschaut, dass der was zum Fressen hat. Das war das Problem. Gut, dass er sich jetzt, ja, zur Kenntnis gesetzt hat. Jetzt nicht ideal, das gebe ich zu, aber gut. So, das heißt, er braucht Wasser, aber ja, okay, Wasser sollte da sein. Wir werden hier eine Futterstation reinsetzen, am besten hier. So, damit haben wir das schon mal erfüllt. Wasser sollte passen. Oder brauche ich einfach so viel mehr Wasser? Wald, okay. Ich werde hier diesen Wald reinsetzen. Freiraum, noch ein bisschen was ausdünnen. Warten wir mal, der ist hier 40% vom Gehege. Wenn er jetzt die anderen Sachen noch entdeckt. Machen wir mal noch diesen Wald ein bisschen. Aber ich glaube, er ist nicht mehr so ganz so gestresst, wie er bis jetzt war. Aber das Gehege ist trotzdem zu klein. Zu wenig Wald. Ja, wir bräuchten noch ein bisschen mehr Wald. Ja, theoretisch sind jetzt alle Werte auf Anschlag oder maximal ausgebaut. Hoffentlich kommt er jetzt zur Ruhe und... Ja, okay, das war natürlich mein Bad. Wir haben den hier reingesetzt, aber noch nicht perfekt ausgerüstet. Jetzt sollte alles passen, schauen wir mal. Werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall sehen. Und schwuppdiwupp sehen wir, ja okay, jetzt haben wir wieder eine Mio gemacht. Was ganz nice ist. Ja, ich glaube, ich würde jetzt in der nächsten Folge mal schauen, ob wir hier zu den Dinos, die wir haben, weil hier sind ja relativ wenige drin, ob wir hier zwei Dinos in einem Gehege halten könnten. Das wäre natürlich cool, dann brauchen wir jetzt nicht zu viele Gehege bauen, sondern wir versuchen dann zwei Spezien zu kombinieren. Natürlich hier geht das, glaube ich, nicht. Der Giganto, der ist, glaube ich, er mag halt... Oh, es gibt sogar Sachen, die er mag. Aasfresser. Ah, okay, das sind wahrscheinlich so Vögel oder irgendwie so. Ja, okay, das würde ich mir dann wirklich in der nächsten Folge aufheben. Ich sehe schon wieder, es macht schon wieder richtig Bock, ja, Jurassic World zu zocken. Ich komme wieder nicht aus der Folge raus, aber gut. Wir pausieren hier an dieser Stelle und nehmen dann... Ja, oh, das wird wieder teuer, den nachzuproduzieren. Ich danke euch fürs Dabeisein und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Servus.